So, wunderschönen guten Tag. Hallo miteinander. Wie ihr seht, sind wir natürlich immer da in Kanada. Nein, klar, wir sind noch manchmal da. So, ich dachte, zeige euch mal hier noch ein bisschen verreckt schöne Wald unten da. Seht. Tipptopp. So ist doch eben einfach schön, noch im Wald zu sein, oder? Da haben wir letztes Jahr haben wir da hinten noch einen Baum umtun. Also ja, geschnitten haben wir ihn, gefällt ist er, einfach nicht so wie wir gerne gehabt hätten. Dummerweise ist er dann hängen geblieben, aber haben wir gedacht, ja du, wenn es nicht geht, dass er selber gefällt, haben wir dann probiert anzuhängen und es ist hängen geblieben und alles, aber jetzt, wie ihr seht, bleibt er da. Jetzt würde ich sagen, ist das sicher Aufgabe von diesen Ferien, den zu verschneiden und rauszunehmen. Totholz nützt es eigentlich nicht drin. Und Holz kannst du immer brauchen, für irgendetwas zu basteln oder so, oder zum Verfeuern. Wie ihr seht, dann ist gerade der Nachbar. Dadurch, dass da der Wald halt hier recht gerodet worden ist, sieht man das Haus relativ gut. Das heisst auch, dass wir nur die toten Bäume rausnehmen, weil die nützen sowieso nicht mehr. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal die Kettensäge holen. Oh, fangen wir hier mal an, ja, zusammen schneiden. Mal schauen, wie es kommt. Also, würde ich sagen, gute Arbeit. He? Oh boy. So, dann würde ich mal meinen, ich möchte eine kleine Planhandlung. Zuerst mal das vom kleinen Zeug rausnehmen, damit wir dann ein bisschen Platz haben. Weil, ja, meinst du ja, schon ein Keien oder etwas. Also nehmen wir das, was wir hier können behandeln, und dann sollten wir behandeln. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at jokes and... So, ich würde sagen, wie ihr seht, ist es Kanada nicht kalt. Es ist genau gleich heiß wie in der Schweiz auch, würde ich jetzt mal sagen. Und auch in anderen Ländern. Und ja, die Husky hat gut gearbeitet. Sie hat geregelt, würde ich sagen. Die Toppi Husky da. Rufen ist, ja, würde ich sagen. Knapp etwa die Hälfte, die noch drinnen liegt, also würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir noch ausnehmen. Ja. So, wie ihr vielleicht mögen sehen, ist hier ein Stock, zwei Stock, drei Stock und da hinten noch ein bisschen kürzer. Das ist irgendwie etwa 8 Fuß oder so. Und hier noch ein kleines Zeug zum Vögeln. Ich würde sagen, ich habe geregelt, tipptopp die Sache. So, oder? So ist das fleißig. Jetzt haben wir dann auch noch eine schlaue Idee, wie wir die da rausnehmen. Für kürzer schneiden wird es ja eigentlich nicht. Aber ja, wie sagt man schön, kommt Zeit, kommt dran, kommt Kaffeelage. Oder was auch immer. Irgendwie bringen wir den Schuss. Bis später. Ja, wie ihr seht, da hat es noch etwas gegeben. So, ah. Einer liegt schon mal da, die anderen drei sind wir vielleicht mit Holz unterlegt und verröllen. Mal schauen. Aber heute werden wir noch fertig. Wahrscheinlich sehen wir es auch, recht im Mehlland. Aber da wir ja da vorne den See haben, heisst es jetzt ab in den See, schnell den ganzen Seich abziehen. Da mehr unter Hosen lassen wir natürlich an und gehen baden oder so wie es ist, weil es ist gerade heiß. Und eben, recht kalt. Weil eben, es ist ja nicht heiß in Kanada und es ist eine echt strenge Arbeit. Also von dem her, wir werden sich sehen. Mal schauen, vielleicht heute noch oder morgen. Ade! We'll be right back.
So, jetzt werden wir hier am Canadian Tire. Jetzt gehen wir schnell mal schauen, ob wir noch einen Posten können. Irgendetwas werden wir schon finden. Und eben die einen möchten hier noch schnell einen Service. Man kann ja hier Teile posten, das ist kein Problem. Ja, dann merkt mal, wir sind in Kanada. Da ist einfach alles möglich, oder? Uns die zwei Fahrten wieder sicher und gemütlich heimgebracht. Wie ich gesehen habe, von der Retourfahrt ist nicht mehr gefilmt worden. Es hat zwar noch zwei, drei lässige Sachen gehabt. Hat uns noch einen Geissbock den Weg versperrt, aber er hat es dann doch zum Glück lebendig zu seinem Hof übergeschafft. Aber ja, ist jetzt leider nicht drauf. Es ist wie immer so, wenn die Kamera eingeschaltet ist, passiert nicht so viel. Wenn du sie ausgeschaltet hast, könntest du alle 5 km irgendetwas lässiges filmen. Nun, eben, sind noch gepostet, alles verräumt. Jetzt tun wir noch ein bisschen geniessen und dann irgendwann ist das Nachtessen. Vielleicht tun wir heute Abend noch ein bisschen feuern. Erlaubt wäre es. Es ist grün hier in der Provinz draussen. Also, vielleicht filmen wir noch etwas und sonst. Danke, merci.